Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Satisfactory hier auf Dalabert TV. So, ich bin schon rübergerannt zu unserer aktuell provisorischen Turbodrahtproduktion hier. Ich würde die eigentlich genau so stehen lassen wollen. Ich habe geguckt, wir brauchen hier 180 Katerium-Erz insgesamt. Dann würde ich sagen, sprengen wir uns hier mal den Weg frei. Mal überlegen, ob das vielleicht sinniger ist, erst die Miner aufzuheben. Wie viel Inventarplatz hat er noch? Ja, ob das reicht, weiß ich noch nicht. Das sind ja doch einige. Alles nehmen, aufheben. Alles nehmen, aufheben. Ah, doch, müsste gehen. Passt. So, damit wäre der Brocken dann schon mal beseitigt. Und ich fange schon mal an und lade die Dinger hier voll. Können die schon mal laufen. So, und dann gucken wir mal. Meiner MK2. Zack. 180 brauchen wir. Wie viel kriegen wir? 240. Können wir das schon mal runterdrosseln hier. Zack, 75%. Strom anschließen. Und dann hätten wir gerne noch ein Fließband. Und zwar müsste MK3 reichen. Na, kriegen wir das wohl auch irgendwie in schön hin hier. Ist ja alles ultra schief. So müsste es gehen. Und dann hier hoch. So. Und dann brauchen wir ein paar Splitter. Logistik. Splitter. Ja. So, versuchen wir es nochmal. Also da unten, der Strom läuft. Das ist ein ganz normaler Vierer. Dann würde ich jetzt hier rangehen und hier irgendwie einen an die Ecke setzen. Und da einen an die Ecke setzen. Eins und zwei. Eins und zwei. Und die da hinten laufen alle noch. So, dann haben wir das schon mal ein bisschen in Schick. Wobei, Quatsch, kann ja gleich oben bleiben. So, und dann brauchen wir einen Splitter. Der den Eingang quasi hier hat. Quatsch, jetzt habe ich den Intelligenten ausgewählt. Ne? Dann brauchen wir nur den normalen. Eingang hier hin. Haben wir einen Splitter. Zwei Splitter. Und drei Splitter. Und dann haben wir gesagt, haben wir MK3. Nee, das war wohl nix. Mensch, was mache ich denn hier? Ich muss den noch hochsetzen. So, gut, schön ist anders, aber es erfüllt seinen Zweck. So, und dann gehen hier 45 jeweils raus. Hier brauchen wir dann nochmal MK3. Die machen wir nochmal neu und schon geht es wieder los. Ne? Das übliche Spiel, ihr kennt es. Ich muss immer alles doppelt und zehnfach bauen. Aber was soll's. Von nichts kommt halt nichts.
So. Ja, muss nicht schön sein. Und jetzt sollte es funktionieren. Und damit sollten die Geräte dann auch alle volllaufen. Ja, das sieht doch gut aus. So, und dann sollten hier die Barren durchlaufen. Und da kommen immer raus 15 und die machen aus 12 immer 60. Das ist ja auch eine blöde Formel irgendwie. 15 zu 12. Gemeinsamer Nenner wäre dann 120 wahrscheinlich. Das heißt, ich könnte 10 von denen verarbeiten. Und von denen hier bräuchte ich dann 8. Was dazu führen würde, dass ich die Erzmenge verdoppeln müsste. Kriege ich das hin? 240 macht er insgesamt. Ich müsste auf 360. Dann muss ich das Fließband natürlich nochmal tauschen, aber das ist jetzt nicht so wild. Das würde tatsächlich gehen. So, und dann müsste ich dann halt in diese Richtung noch mal ein bisschen ausbauen. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch mal 4 Schmelzen. Und das alles ohne Fundamente. Eins, zwei, drei. Und 4. Ja, ist jetzt nicht der Traum. Du machst die beiden. Und du machst die beiden. Dann brauchen wir noch mal die Splitter. Die waren hier. Einmal. Na, jetzt bleibt mal ganz ruhig. So, 2. So, Förderband 1. Rezepte brauchen wir natürlich noch. So. Muss ich noch mal ganz kurz überlegen. Vierhundertachtzig, das Vierer hätte sogar gereicht. Na, ist egal. So, was habe ich jetzt gesagt? Von denen hier bräuchte ich dann noch mal 1, 2, 3, 4, noch mal 6 Stück. Und dann müsste ich die Fließbänder auch alle noch mal neu machen. Habe ich Biomasse zufällig dabei? Nee, habe ich nicht. Okay. Gut, ich baue es jetzt einfach so hier hin. Wie gesagt, das muss jetzt nicht so schick aussehen. Der Konstruktor war es. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und 6. Zur Abwechslung mal was Unordentliches. So, dann brauchen wir noch mal ein bisschen Saft. Kriegen wir da noch mal einen weg? Jawohl.
Kurz mal gucken. Einmal, zweimal. Die beiden sind angeschlossen. Und der jetzt auch. Und die beiden jetzt auch. So, dann brauchen wir Fusionatoren. Einmal drei. Warum snappst du da nicht? So, den können wir wieder wegmachen. Und dann brauchen wir Splitter. Eingang für dich brauchen wir hier. Und ich muss sagen, dieses Jetpack macht das Leben schon mal so viel einfacher. So, und ab hier muss ich, glaube ich, auch Rezepte gleich noch einstellen. So, Turbodraht. Turbodraht, Turbodraht, Turbodraht. Nochmal Turbodraht. Und nochmal, und der dürfte noch eingestellt sein. So, und jetzt gehen wir mal nochmal runter. Kümmern uns mal um das letzte Fließband. So, jetzt sollten die Barren laufen. Den habe ich. Und der letzte. Nee, doch nicht. Jetzt ist der letzte dran. So, und dann hier die letzte Geschichte. Fusionatoren. Wieso geht das nicht? Zu steil. Machen wir es so. Dann haben wir eine Kiste, die sehr schnell voll sein wird.
die hier nämlich. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass ich den ganzen Krempel dann. Aber ist egal, ich lasse das jetzt erstmal so laufen. Boah, wie viel kommt denn da raus? Oh, Sekunde mal. Die nicht, aber hier. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay, die Kiste wird sich sehr, sehr schnell auffüllen, denke ich. Dann machen wir es doch ganz einfach. So. Und so und so und so. Zack. Eigentlich viel zu viele. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich müsste ich noch mal 3 oben drauf setzen. Warum denn nicht? Und dann wollen wir natürlich auch ihn hier noch haben. So, nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt. So hieß es doch mal. Mutig von mir, das Mistviech einfach mal anzuschießen, aber ich glaube, ich habe nicht getroffen. Gut, so. Und jetzt habe ich noch was anderes mit euch vor. Da unten läuft ja soweit alles. Woran hapert's? Eigentlich müsste doch hier alles auf Hochtouren laufen. Ah ja, gut, die Dinger müssen natürlich jetzt erstmal voll laufen. Das wird jetzt seine Zeit dauern. Ich lasse das einfach laufen. Was soll's? Ich meine, es ging ja letzten Endes nur darum, ein bisschen Turbodraht aufzutreiben. Das machen wir jetzt noch schnell. Da haben wir die 500, die ich eh schon brauchte. Und dann können wir wieder zurück. Und dann würde ich gerne mit euch nochmal ins Pilzbiom ein bisschen Mycelium besorgen. Dafür würde ich aber jetzt schnell nochmal einen Cut machen. Würde dann kurz einmal das Caterium-Gedöns hier, diesen Turbodraht einmal kurz ausladen. Und dann einmal mit dem Zug Richtung Pilzbiom fahren und dort mit euch. Wobei ist der Zug überhaupt die richtige Wahl? Nee, ne? Ich muss ja da hinten hin, um ins Pilzbiom zu kommen. Oder vertue ich mich jetzt? Bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß gerade nicht so genau, wo ich hin muss. Sekunde. Machen wir erstmal eins nach dem anderen. Zack, haben wir den auch schon mal. Dann brauche ich auf jeden Fall Biokraftstoff. Den hole ich mir hier raus. Und jetzt kommt die große Frage. Also, ich glaube. Nee, das Pilzbiom war da hinten. Da Richtung zweite Base. Da irgendwo müsste das sein. Ist hier auch nicht so richtig eingezeichnet, ne? Nee, das muss irgendwo dazwischen sein. Hier, glaube ich, ist das Pilzbiom. Gut, dann werde ich jetzt da einmal kurz rüber fliegen und dann hole ich euch gleich dazu, sobald ich angekommen bin. Also bis gleich. Oh, da sind wir auch schon. Habe ich für das Ding noch Munition? Ja, habe ich. Okay, dann würde ich das jetzt noch einladen hier. Passt. Und hier vorne sehe ich die ersten Pilze. Ich weiß nur nicht, ob ich hier schon mal war. Deswegen.
So, die Dinger hier geben, glaube ich, Mycelium. Jawohl, da kommt es schon. Da brauchen wir eine ganze Menge von. Ich weiß gar nicht, ich glaube, diese dicken Dinger hier, die konnte ich gar nicht, ne? Ne. Aber ihn hier. Jetzt natürlich auch nicht geguckt, wie viel wir eigentlich brauchen von dem ganzen Zeug. Aber ist auch egal. Wir holen einfach, was wir finden. Und dann bin ich da schon mal zufrieden. Bienen. Bienen muss ich jetzt nicht unbedingt aufschrecken. So viel Schuss habe ich nämlich auch nicht mehr. Weiß gar nicht, haben die Dinger hier nicht auch Mycelium gegeben? Ja. Haben sie. Haben sie. Völlig unbewaffnet hier draußen. Aber ist egal. Was soll uns hier schon großartig passieren? Wie viel haben wir? Da. Das war's nicht. Ach nee, ich weiß ja, wofür ich es brauchte. Ich brauchte das für die Gasmasken. Herstellung. Das heißt, wenn ich irgendwas bauen will hier, dann sollte es das Ding hier sein. Und dann sollte ich hier gucken. Und zwar brauche ich davon 50 Stück. Und dafür musste ich erstmal Gewebe herstellen. Und das ging dann auch in dem Dingen hier. So, und Gewebe brauche ich Biomasse aus Blättern. Und dann kann ich Gewebe herstellen. So. Und dann muss ich noch mal gucken für die Gasfilter, was ich da noch so brauchte. Ich brauchte 50 Stück, das heißt, ich brauche 100 Gewebe. Jetzt noch 40 Stück, also 80 Gewebe. Und für weitere 80 Gewebe brauche ich... Ja, da kommt noch ein bisschen was zusammen. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal ein paar Pilze besorgen. Wenn ich dann hier hochkomme. Ja, hier hinten ist ja noch alles voll damit. Pilze ohne Ende. Ich glaube, wir kommen jetzt sogar gleich schon an die eine Stelle, wo ich auch schon wieder Kabel verlegt habe. Vielleicht aber auch nicht. Irgendwas verfolgt mich. Hilfe! Hier müssten, glaube ich, wieder Stromkabel von mir liegen. Ich hoffe es zumindest sehr. Da unten. Boah, die lassen aber auch nicht locker, die Jungs, ne? Gut, so, wie viel haben wir jetzt? Von dem Mycelium-Kram hier nochmal 79. Gehen wir mal irgendwo hin, wo wir gerade ein bisschen Ruhe haben. Hier oben zum Beispiel. So, und dann würde ich mir nochmal schnell hier eine Werkbank hinsetzen und nochmal gucken. Also, wir brauchen noch 40 Stück, noch 80 von dem, also brauchen wir noch 19 Gewebe.
Und dafür brauche ich noch mal einiges an Biomasse. Das sollte aber kein Problem sein. Gut, aber das werde ich jetzt offscreen fertig machen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen für noch ein bisschen Forschung und Meilenstein-Fertigstellung. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.